Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Last of Us, Part 1, PC-Version. Ja, ich hoffe mal irgendwann finden wir eine Werkbank. Okay. Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Ja, mal sehen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Ja. Wir werden uns mal ein bisschen noch umgucken. Pillen. Lappen. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Okay. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. So, aber hier, man guckt da auch. Geht's hoch? Hoch. Badezimmer-Check. Nope. Nichts. Da. Ein paar Teile. Oh, ein Zettel. Und Keil. Lesen. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt, leicht zu verteidigen. Das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen, Kyle. Oh, ich haben sie getroffen. Das ist die Familie. Na, das war keine gute Idee, oder? Nein, war es nicht. Sind ja auch alle tot. Voll. Ja, meine Kids ist mir jetzt wichtiger. Huch, was können wir noch machen? Hier noch was. Höher geht's nicht. Okay. Das war eben ziemlich heftig, ja? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marlene. Wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Er scheint das gut zu verstehen. Ja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Ja, ja. Ich guck
gucke mich noch ein bisschen um, ob man noch irgendwo rein kann. Hier auf jeden Fall nicht. Muss ich mal die Treppen hoch. Schieße sofort. Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Sehr schön. Hier war ja doch noch was. Oh. Nee, ich weiß kaum noch, was gestern war. Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große. Falls ihr die Glocken im Hintergrund hört, ja. Ich erinnere mich, wir haben 7 Uhr abends und dann läuten die immer. Komisch. Ich bin bewaffnet, betreten verboten. Ich schieße auf jeden, den ich sehe. Hat nichts genützt. Okay, gehen wir weiter. Haben wir schon? Ja, ich glaube schon. Ne? Jo. Und hier? Nein, da will er nicht hoch. Aus der Garage. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Oh, eine Werkbank. Gucken wir erst nochmal hier. Ich will noch ein paar Sachen finden. Wir haben ja unser drittes, wie heißt es so schön, Werkzeug gefunden. Wir können jetzt, glaube ich, mehr Stufe höher machen. So. Hier gucken. Noch ein Zettel. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemand außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe und deinen Vorteil ein. Bis bald, Dad. Ob sie es geschafft haben. Voll. Ah, Munition. Sehr gut. Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Hilf mir da hoch. Ich weiß gar nicht. Pass auf. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hab ich das im ersten Durchlauf auch mal gemacht. Damals. Berlin. Und was gefunden?
bitte. Dankeschön. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält 2 Treffer länger. Drücke zum Anzeigen. Okay. Ich dachte, wir könnten da hochklettern. Noch ein paar Pillen? Schminke. Ich glaube, das war's, oder? Hier mein Brief. Okay. Gehen wir noch wieder runter und dann zur Werkbank. Okay, wir gehen hier noch rein. Ja, ich will alles suchen, aber waren wir hier schon? Na, sonst hätte ich Munition gegangen. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen, außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren. Und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu Guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich weiß nicht mehr seine ganze Geschichte. Safe. Das heißt, irgendwo ist eine Kombination. Im Badezimmer. Nein. Okay, hier ist ein Safe. Ich weiß nicht mehr, ob man den noch findet. Oder ob er... Da ist noch einer. Savage Style Button Teilchen. Der erste Test von Danielas Nullpunkt-Sprungantrieb war ein Erfolg, doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden, so begann die Botschaft. Oh, ich dachte, wir haben einen Brief. So, finde ich denn die Safe-Kombination? Es geht noch weiter. Acht, 21, 36. Danke. Noch ein Lappen. So, nehmen wir uns ein Safe und dann gehen wir auch. Hier. 8, 21, 36. Ja. Ach, ich bin schon. Ich glaube es zumindest so. 8. Ja. Huhu, Pille. Teile.
genommen? Ja. Okay. Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. In die Garage hier, ne? Waren wir da drin? Verdammt, ich hab schon wieder vergessen. Ja, waren wir. Ja, ja, ja. Gut. Schauen wir mal, was wir machen können. Okay, hier ist es gut. So. Ich würde gerne das machen. Mehr werde ich an der nicht erstmal machen, weil ich keine Emotion davon habe. Okay, nur die. Oh, ja. Die Reichweite ist gut. Bis erhöht ist. Weil die kleine Schrot, die hat nicht die gleiche Munition wie die große. Meine ich. Oder? Ja. Magazinkapazität. Wenn man drüber wischt, dann geht das schon. Und Schussfolge. Dann. Bei der kann man da noch was machen. Pfeilen, dann geht's schon. Das heißt, wir können noch zwei, so wie es aussieht, noch zwei Sachen finden. So, ich guck mal, ob wir noch was bei der machen können. Ein bisschen festdrehen und geht das schon. Genau. Und nochmal nachfallen. Sehr schön. Hätten wir die. Das hält. Jo. Weil wenn wir gucken. Wir haben hier zwei Kugeln. Für die kleine Schrot und fünf für die große. Deswegen sind es zwei unterschiedliche. Nein.
Da waren wir drinnen. Da waren wir auch drinnen. Jetzt nicht weiter. Wahrscheinlich durch das Haus dann durch, ja? Da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich abwenden. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Ja. Wo seid ihr denn? Lustig. Hier entlang. Glaub ich. Keine Zeit zum Looten, verdammt. Verdammt nochmal. Verdammt. Wir teilen! Okay. Kommst du auch rein? So, wo ist der andere? Ich sehe keinen mehr. Da. Ich wollte doch nur looten.
schleichen wir mal weiter. Wo hängt der rum da? Ja, warum jetzt hier? Sag doch mal! Hier drüben! Ich pasche auf. Da ist zwei. Er ist hier drüben. Ist hier drüben. Ist er da drüben? Ich sehe ihn nicht. Rechts oder vorwärts? Ich werde euch nichts tun. Ehrenwort. Das ist mies. Das blendet jetzt. Man muss hinten. Das ist mies. Okay. Ist er da drüben? Er ist weg! Noch wer? Ja, ich sollte mal. Munition für mich. Okay. Dann holen wir uns den Drecksack. Schauen uns hier um. Der ist, glaube ich, über uns. Ah, die haben nichts liegen lassen.
Okay, du mich. Okay, bist du Sniper? Action! Los, Leute! Scheiße! Seh nix. Oh, schieß doch nicht laufend daneben. Wo schießen die denn? Ich hasse es. Wieder. Am Ende. Ja. Oh fuck. Nein, nein, nein. Sind diese Eindringlinge aus der Stadt? Na los, Henry. Thank you.
Na, wenigstens haben wir unendlich Munition, ne? Das ist jetzt. Ah, ich muss ihn treffen, ne? Das, so war das, genau. Scheiße! Oh, das war heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Ja. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Henry! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Oh Mann. Schneller. Oh. Ich bin so schlecht. Ich kann auch nicht so schnell. Schwanke bitte. Oh Gott. Und jetzt? Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Oh, geschafft. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her?
Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh, er wurde gebissen. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Ja. Da waren es nur noch zwei. Was ich die ganze Zeit überlegen bin, jetzt auch wieder in dieser Spiel hier, dass die Konserven so lange halten. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ja. Es ist sehr interessant, ich habe noch nie Konserven im Kaufhaus gesehen, die 20 Jahre Haltbarkeit haben. Also 2 Jahre ist mein Maximum, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die noch gut sind. Man müsste mal ein Experiment machen. Eine Dose Pfirsichstücke kaufen und die mal so 5-6 Jahre im Regal stehen lassen, ob es dann noch schmeckt. Ich meine, von außen kommt ja eigentlich nichts dran, die dürften ja nicht
kaputt gehen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man mal das Experiment wagen und ja. Ja. Jackson County. Gut, ihr Lieben, aber nicht mal in diesem Bad. Oder vielleicht wisst ihr mehr, ist die Konservierung so stark, dass es wirklich eventuell 20 Jahre halten würde? Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, wie auch immer, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, adios.